Derzeit kümmert sich Polyband um die Veröffentlichung von einzelnen Abenteuern des fünften Doktors. Und im Gegensatz zum siebten oder sechsten Doktor, wo man damals eben solche Keepcases im Schuber mit gleich mehreren DVDs veröffentlicht hat, ist man jetzt auf den Mediabook-Zug aufgesprungen und hat beispielsweise die Episode Castro Valva in einem solchen veröffentlicht. Dabei bekommt man ein Mediabook und ich muss ganz ehrlich sagen, das Cover Artwork finde ich in dem Fall nicht ganz so prickelnd, aber man muss natürlich auch an der Stelle positiv und entschuldigend hervorheben, dass es sich um eine alte Fernsehserie handelt und da natürlich coverisierbares Material eher in Grenzen hält. Dafür hat man hier einfach nur Bilder genommen und diese mit ganz offensichtlichen Filtern bearbeitet, sodass eben zum Beispiel der Doktor hier ganz vorn einerseits ausschaut wie tot gefiltert mit eben Schärfe, Nachschärfefiltern und so weiter, aber das Ganze auch so ein kleines bisschen fast gezeichnet erscheint. Es ist irgendwie tatsächlich gruselig im Sinne von Uncanny Valley. Aber eigentlich wird das Mediabook ausgeliefert mit einem solchen Cover-Flyer drumherum, wo wir einerseits ein paar Informationen eben rund um das Bonusmaterial und die Ausstattung erfahren und eben natürlich auch um das FSK-Logo. Auf dem Backcover sehen wir in dem Fall nur den TARDIS, beziehungsweise hier ganz unten dann unsere eigene individuelle Limitierungsnummer, die quasi mit silbernen Buchstaben aufgedruckt wurde. Auch da gab es eigentlich einen Cover-Aufleger, der dann eben die Inhaltsangabe, Bilder und die Infos rund ums Bonusmaterial enthält. Der war, weder der noch der vom Cover war aufgeklebt, also Rückstände sind da nicht zu befürchten. Im Mediabook, das mir eigentlich ganz gut gefällt, finden wir auf der linken Seite dann die DVD mit der Episode und auf der rechten Seite die Disc mit dem Bonusmaterial, wobei hier tatsächlich irgendwas, das ist interessant. Ich habe das Mediabook tatsächlich noch nie offen gehabt und irgendwas dürfte da bei der Produktion passiert sein, dass da das Booklet auf der letzten Seite ein bisschen beschädigt ist. Aber ganz arg ist es nicht, stört mich jetzt nur ein bisschen. Eben hier dann die Bonus-DVD und drinnen dann im Booklet natürlich einige Informationen, sowie das Bild vom Backcover-Aufleger, ein Vorwort von Matthew Waterhouse, dann eben noch Informationen rund um die Episode. Man merkt eben auch bei diesen Bildern, da ist es fast noch viel ärger als bei den Außenbildern, weil es einfach noch viel größer ist, dass man hier tatsächlich mit nicht ganz hochwertigem Material arbeiten musste, ganz offensichtlich. Da für alle, die es interessiert, noch die Infos zum Bonusmaterial und die Danksagungen. Ist, finde ich, auf jeden Fall ein netter Release im Mediabook, gut ausgestattet und optisch, muss man fast sagen, war viel mehr scheinbar einfach nicht möglich.